Der nächste, der jetzt kommt, der ist zum ersten Mal bei Nightwatch. Und immer wenn jemand zum ersten Mal bei Nightwatch ist, dann kriegt er einen ganz, ganz besonderen, riesengroßen Mega-Applaus. Und den wird er jetzt völlig zurecht bekommen. Hier ist zum ersten Mal Jan van Weyde. Boah, das ist aber lieb. Tja, hab ja gar nicht Geburtstag. Hallo Köln, ja, bin ein bisschen aufgeregt. Oh Gott, viele Leute, scheiße. Ja, bin nur ein bisschen aufgeregt. Man sollte eigentlich davon ausgehen, dass ich mit solchen Situationen mittlerweile umgehen kann, weil ich bin eigentlich Schauspieler. Und eigentlich Schauspieler haben wir schon, ne? Eigentlich sind alle Schauspieler mal eigentlich Schauspieler. Da sind sie eigentlich Kellner oder Callcenter Assistant oder Comedian. Ja, man macht sich ja voll so Gedanken, ne? So, was erzähle ich den Leuten heute Abend, wenn ich hier stehe? Worüber lachen Leute? Euer Lachen ist ja quasi mein Brot, das Brot des Comedians. Und so ein Comedian ist da so ein bisschen wie, ja, wie so ein Prostituierter, ne, der mit Tripper. Nimmt, was er kriegen kann, so jede Art von Lachen. Gibt es ja so verschiedene Lacharten, so verschiedene Lachtypen. Weißt, ich kennt ja vielleicht, auch, habt da irgendeinen schrägen Vogel neben euch sitzen. Bei mir in der Familie ist es sehr ausgeprägt. So meine Schwester, die ist zum Beispiel so ein Schnarchlacher. Die ist immer so. Ja, keine Ahnung, von wem die es hat. Mein Papa, der ist so ein Pausenlacher mit so anschließendem Herzkasper. Der ist immer so. Wow. Ja, bei meiner Mutter ist alles verloren. Die kriegt seit Jahren, kriegt es nicht gebacken, vorwärts zu lachen. Die ist so ein Rückwärtslacher. Als Kind immer mit so einem Asthma-Spray da gestanden, bis ich gerafft habe, dass sie einfach nur lacht. Ja. Und es gibt auch so eine Kölner Lache. Wo sind die Kölner nochmal? Ja. Es gibt so eine Kölner Lache. Und zwar der Kölner lacht gerne, das weiß man. Aber der Kölner lacht sehr gerne über sich selbst, während er was Lustiges erzählt. Und zwar so sehr, dass man gar nicht mehr versteht, worum es geht. Wann ist der Politesse gesagt, wenn ich das Auto nicht hinstellen kann, dann kannst du mehr weiß ruhig. Irgendwas mit Politesse. Ja, ich wollte gar nicht so viel über das Lachen reden. Mist. Vielmehr über mich. Ja, ich werde sehr oft gefragt, so wie wird man eigentlich Schauspieler? Und da gibt es ja in Deutschland, relativ bekannt, gibt es zwei Möglichkeiten, Schauspielschule oder du bist ein Kind von Til Schweiger. Und, ja, oder nee, die ganzen blöden Scheiß-Schweiger-Kinder. Na, patz, alle sind sie, überall sind die. Überall spielen die. Ja, Anti-Schweiger. Ja, aber gut, es gibt auch andere, die es geschafft haben. Ne? Christoph Waltz zum Beispiel. Gut, das war eine krasse Nummer. Christoph Waltz, als er die beiden Oscars gewonnen hat, hat jemand den Glorious Bastards gesehen? Wieder da den. Ah, Nazis, yeah! Wie der den Nazi gespielt hat, mega geil. Fand ich übrigens ja lustig, so ganz Deutschland freute sich am nächsten Tag. Oh, ein Deutscher hat einen Oscar gewonnen. Der ist ja gar kein Deutscher, der ist ja Österreicher. Ich fand es deswegen so lustig, weil bei dem anderen berühmten österreichischen Nazi sagt keiner, das ist aber einer von uns. Aber gut, der hat ja auch nicht gewonnen. Sind natürlich. Ja. Darf man nicht vergessen. Wahrscheinlich liegt es daran. Weiß nicht genau. Ja, Christoph Waltz. Ja, Christoph Waltz, der dreht ja jetzt so wahnsinnig viel international. Und als Schauspieler, so als kleiner blöder Popels-Schauspieler in Köln, fragt man sich natürlich so, wie läuft da so ein Casting ab, ne? Bei den Amis jetzt so, weiß ich nicht, hier diese fetten Blockbuster, Harry Potter oder so. Ne? Wenn ich da zum Casting gegangen wäre, oho, Harry Potter. Ja, ist ja einfach, man muss ja nur irgendwas sagen, dann freuen sich die Leute. Nee, aber wenn ich da zum Casting gegangen wäre, wie stelle ich mir das vor? Also? Hello. My name is Jan van Weyde. I'm here for the bad guy. Yes, of course. Yeah, yeah. Okay. Yeah. Harry Potter. Oder auch, kennt ihr noch 90er Jahre, wunderbares Thema. Kennt ihr noch Scream, diese Horrorfilmreihe? Hallo, mein Name ist Jan-Herr Weide und ich bin hier, um mich für die Rolle des Mörders zu bewerben. Oder dieser Stummfilm, hab ich mir auch gefallen, The Artist. Wie macht man denn ein Casting für einen Stummfilm? Happen. Keine Ahnung. Ja, zum Glück gibt es ja wieder mehr Filme mit Ton. Ich sage deswegen zum Glück, weil ich arbeite auch als Synchronsprecher. Und das ist ja so eine ganz eigene Welt, ne? Die Synchronsprechen in Deutschland, so diese Sprache. Das ist wie so eine eigene Sprache. Zum Beispiel hier
Jamie Oliver, bestes Beispiel. Habt ihr denn mal eine Sendung von dem gesehen auf Deutsch? Ja. Furchtbar. Der redet ja nicht normal. Der steht da nicht und sagt so, hallo Leute, jetzt kochen wir mal was Schönes zusammen. Sondern bei dem ist das ja immer so, hallo Leute, heute zeige ich euch mal ein pfiffiges Rezept. Bratwurst mit Senf. Alles, was wir dazu brauchen, ist eine Bratwurst. Wir brutzeln sie ein bisschen an, aber nicht zu lange, sonst brennt sie an und das wollen wir nicht, okay? Oh, danke. Beruhigt euch, beruhigt euch. Leute, ja. Synchronsprecher sprechen alle so. Ich habe keine Ahnung, warum. Es klingt immer sehr wichtig und bedeutungsvoll. Ja, keine Ahnung. Ich bin ja schon sehr lange in Deutschland synchronisiert. Ich gucke auch gerne so auf die Klassiker zurück, so Bud Spencer-Filme. Jetzt ist hier eine gute Frage. Sehr junge Leute. Kennt ihr noch Bud Spencer? Ja. Das ist ja auch geil. Gar nicht, wie das synchronisiert wurde, sondern wie das übersetzt wurde. Ne? Der hat immer so geile Sprüche rausgehauen. Irgendwie, da kam immer erst so ein... Und dann kam, weiß ich nicht, sowas wie... Das haut mir glatt die Zwiebel aus der Ferse. Ich nagel dir gleich ein Ei an die Schiene, dass du denkst, ich bin deine Adoptivmutter. Boah. Mein Favorit ist, ich spitz dir gleich den Spargel an, dass man denkt, du bist ein Pfirsich. Was? Was? Ich habe mal gedacht, es wäre eigentlich mal ganz geil, das so im Alltag auszuprobieren. So Bud Spencer-Sprüche, so weiß ich nicht, wenn ich mal wieder nicht ins Nachtflug komme. So bei so einem Türsteher, müsste man sich mal hinstellen wie so ein kleiner Bud Spencer. So klassische Situation, ne? Du kommst hier nicht rein. Du hast wohl einen Brösel auf der Schalmei. Ich hau dir gleich die Qualle aus dem Drömel, du alte Sülzmeise. Und jetzt lass mich durch, ich bin der Landvogt. Das ist das Originalzitat. Wäre interessant mal zu sehen, was dann passiert, ne? Wahrscheinlich das gleiche wie bei Bud Spencer. Die Sounds waren nochmal geil. Die hätte ich gerne synchronisiert, aber ich mache andere Scheiße. Ich zum Beispiel Werbung. Werbung ist ja auch mal geil, ne? Werbung, herrlich. Ich habe für so einen Schokoriegel oder so, ne? Zum Beispiel. Das klingt ja immer so, bei so Schokolade, als ob die sich den Riegel sonst wo reinschieben, aber nicht in den Mund, ne? Das ist ja mal... Wenn knackiger Keks und flüssige Schokolade dich in Ekstase versetzen, dann kann das nur was Neues von Balsen sein. Wow. Ja. Bitte behalt's mir ein. Bitte, bitte. Oder auch sehr geil, die Damen wissen, wovon ich rede. L'Oreal. Wie scheiße ist das denn synchronisiert? Das, ich glaube, wie heißt sie? Andy McDowell macht doch diesen Spot. Die dreht sich doch am Ende immer in die Kamera und sagt dann diesen Slogan. Aber wie sieht denn das aus? Ist immer so. Weil ich es mir wert bin. Wer hat denn da gesagt? Ja, perfekt. Besser kann man es nicht synchronisieren. Besser geht es nicht. Ja, ist furchtbar. Gibt ja auch diesen einen Sprecher, ne, der immer, der macht alles, ne, die ganzen Dokumentationen, Werbung. Bei dem frage ich mich auch mal, was kriegt der für Regieanweisungen? Sag's doch mal so, als ob du mit hartem Stuhl auf dem Klo sitzt. Mhm. Wisst ihr, wen ich meine? Darf ich mal kurz Musik haben und was zu untermalen? Ne? Ein Lenkrad und vier Räder hat und ein Gaspedal und eine Kupplung und was man so braucht, erst dann ist es das Auto. Ich bedanke mich bei euch. Einen schönen Abend auf jeden Fall.